einfach nur recht bezogen. Genau, auf die Frauen. Richtig. Man gibt es zwar nicht sehr gerne zu als Frau, aber schon. Einfach nur genial. Man guckt sich an und liegt schon halb unter dem Tisch. Also. Mario ist einfach geil wegen seiner kompletten Aufmachung, wegen seiner Art, wie er spricht, wie er gestikuliert auf der Bühne, ist einfach eine Bombe. Das Event wollten wir uns halt nicht entgehen lassen. Genau. Wir befinden uns im Olympiastadion in Berlin. Endlich ist es soweit. Begrüßen Sie Ihren Berliner Jung. Hier ist Mario Barth. Hallo Berlin! Hallo, herzlich willkommen am 12. Juli 2008 hier im Berliner Olympiastadion. Ich finde es wunderbar, ich bin seit heute Morgen schon hier. Ich habe vor 6 Tagen hier vorne gestanden, da waren 70.000 freie Plätze und ich bin so stolz, dass diese heute mit meinen Fans voll sind. Darum sage ich herzlich willkommen hier im Berliner Olympiastadion. Wir haben es geschafft! Das ist so geil. Das ist mein größter Abend in meinem Leben. Ich hoffe, euch macht das genauso viel Spaß wie mir. Ich freue mich wirklich, heute Abend hier zu sein. Und viele Leute haben mich gefragt, Mario, was machst du? Machst du dein altes Programm? Männer sind primitiv, aber glücklich sein. Natürlich, 70.000 Leute sind gekommen, um genau das zu hören. Und ich glaube, das werden wir jetzt feiern, oder nicht? Dankeschön. Das ist so geil. Mein bester Freund, ich muss dazu sagen, ich mag meine Freundin. Jetzt werden es 70.000 Leute, wenn sie da oben sitzt, meine Freundin. Sie wird es heute das erste Mal sehen, wie 70.000 Leute darüber lachen. sie ist eine tolle Frau. Ist sie toll, muss man sagen. Ist sie. Sie ist.
sie ist noch oft, die nur sagt, man glaubt es irgendwann, wisst ihr? Du bist eine Knallerfrau, aber sie ist anders. Ich sag mal so, ich verzweifle teilweise. Wir Männer verzweifeln ja, die Frauen, wir verzweifeln. Mein bester Freund, mit dem habe ich mich früher immer getroffen, wisst ihr? Immer eine Woche. Dann ging das wieder für 2-3 Tage, wisst ihr, mit meiner Freundin. Mittlerweile kann ich mich mit ihm nicht mehr treffen, weil er hat jetzt auch eine Freundin. Ja. Er hat eine Freundin, vor 5 Jahren war er Single, jetzt hat er eine Freundin, seit er eine Freundin hat, wohnt er am Funkloch. Den erreichst du nicht mehr. Und wenn er erreicht, ist er nur noch so am Schmusen. Kennst du so Typen, wenn du die anrufst am Telefon nur, hallo, ich sag, nimm das Ding mit der Batterie aus dem Arsch. Hallo. Ich hab mal am Wochenende angerufen. Ich sag, was machen wir denn am Wochenende? Sagt er, ist ganz schlecht. Er geht spazieren. Ich sag, was hast du genommen? Nein, er hat das Spazierengehen für sich entdeckt. Er hat das entdeckt, er, wisst ihr, 2 Millionen Männer haben das verbuddelt. Er hat das entdeckt. Und dann, jetzt rennt, schön, der Christoph Kolumbus, der Spaziergänger, da oben sitzt er. Rennt dann ganz da durch den Wald mit seiner Freundin, rennt er durch den Wald, er und Chantal, die heißt Chantal. Die heißt, jetzt mal ganz ehrlich, was ist denn das für ein Name? Entweder die kommt aus dem Osten oder macht Pornos. Ich weiß, als ich sie das erste Mal getroffen habe, kam sie auf mich zu, schön dann doch, ich bin eine Chantal. Habe ich auch nur gedacht, schade. Kannst du gerne mal so einen Film sehen. Nein, aber er geht den ganzen Tag mit ihr durch den Wald, rennt er durch den Wald. Neulich waren sie über Felder, hat er gesagt, oh, wenn der Morgentau den Rasen küsst, oh. Schön. Und wenn sie nicht spazieren gehen, dann kochen sie. Kochen sie bitte zusammen. Sind sie frisch verliebt? Kochen sie bitte zusammen. Und dann kocht er nicht normales Essen, wie unser einer tiefgekocht in der Mikrowelle warm gemacht. Nein, er geht über den Markt. Mit ihr armen Arm rufen sie bitte über den Markt. Er mit dem Weidenkorb. Er, Captain Future von der Bananenweide, mit dem Weidenkorb. Rennt er über den Markt und kickt sich Zucchini an. Zucchini! Neulich hat der Mangold gekocht, der wäre eine Zahnfüllung. Das ist ein Gemüse. Und dann macht er den nicht einfach nur so warm, damit wenn er dich verdauen und nicht sterben. Nein, er fängt an zu zaubern. Er ist frisch verliebt. Was hat er gemacht? Mangold hat er gemacht. An einem Spiegel mit Fenchel. In einer Variation mit Himbeer-Vinaigrette. Im Dialog, der kocht im Dialog. Ich will beim Fressen meine Ruhe haben. Er kocht im Dialog, wisst ihr? Früher, Currywurst, Pommes, wisst ihr? Dose Bier aus dem Kofferraum, warm. Jetzt trinkt er Rotwein. Jetzt, und dann nicht so wie Icke aufgeschraubt und drin in den Kopf. Nee, mit Korken. Der hat einen Korkenzieher zu Hause. Früher hat er dann immer einen Dosenöffner. Jetzt hat er einen Korkenzieher. Da war ich bei ihm zu Hause. Er macht die Flasche auf. Dachte, jetzt gibt er schön was zu ballern. Nee. Nimmt er den Korken und riecht eine halbe Stunde am Korken. Er riecht am Korken. Vollbeerig, mundig, im Abgang waldig. Ich sag, Alter, du spazierst so oft, kann nicht sein. Halbe Stunde später zieht dann Korken aus dem Gehirn raus. Dachte, jetzt zippt etwas zu ballern. Nee, jetzt kommt der Oberhammer, pass auf. Jetzt nimmt der die Flasche. Der nimmt die Flasche und gießt die Flasche in eine Vase. So was? Was? So. Ich sag, was machst du denn da? Sagt er, ja, das nennt man dekandieren. Der Wein muss atmen. Ich sag, probier das mal mit deinem Gehirn, du Idiot. Der Wein muss atmen. Ich bin schon wirklich viel in meinem Leben einkaufen, Jan. Ich bin an keinem Weinregal vorbeigekommen, wo ich aus der Flasche gehört habe, mach den Korken ab, ich krieg keine Luft mehr. Hilfe! Der Wein muss atmen, ey, der ist völlig bekloppt, also bei allem Respekt, aber der Wein muss... Ich hab ihn mal zu mir nach Hause eingeladen.
damit da mal wieder gebased wird. Bringt er sie mit, der Chantal. Steht die vor mir, kickt mich an, ich hab Durst. Sag, ja. Hättest du mal vorher was getrunken. Ich bin ja in der Wohnung, geh in den Kiosk. War der Scheiß ja. War der Scheiß. Sie rennt in der Wohnung, setzt sich auf der Couch, auf meinen Platz. Auf meinen Platz, das lieb ich ja. Ich geh hier nix, Chantal, pass auf, der Fernseher ist genau in Blickrichtung hingestellt. Merkst du was? War der Scheiß ja. Sie blieb sitzen, saß neben meinem Freund, waren sie wieder am Streicheln. In meine Bude waren sie wieder am Streicheln. Oh. 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 Meine Freundin sieht das, was machen die denn da? Ich sag, kennst du nicht, ist Quatsch. Sitzt Chantal da mit glänzenden Augen. Ah, wir sind so verliebt. Wir wollen jetzt auch Kinder. Meine Freundin nebendran. Ich will auch Kinder. Ich sag, du bekommst einen Hund. Ich sag, wir brauchen doch keine Kinder, fing Chantal an, sagt, das Kinder ist das Schönste, was es gibt. Kinder, oh, Kinder, Die sind so niedlich, wenn du dich so angucken mit so großen Augen. Ich sag, sind sie gerade am Kacken, brauche ich kein Kind. Sagt Chantal, doch, Kinder ist das Schönste, was es gibt. Aber bevor wir schwanger werden, und das war der geilste Satz am Abend, bevor wir schwanger werden, mein bester Freund saß nebendran wie so ein Wackeldackel. Ja. Bevor wir schwanger werden, werden wir die Welt kennenlernen. Wir machen jetzt Städtereise. Mein bester Freund wird jetzt auch so auf Städtereise stehen, wisst ihr? Nicht nur, dass der Wein bei dem zu Hause atmet, nein, er steht doch auf Städtereisen. Ist ja so eine Männersache, muss ich sagen. Doch. Werden ja viele Männer werden nachts wach. Gehen auf den Balkon, gucken in die Sterne und sagen, jetzt eine Städtereise. Welcher Mann steht auf Städtereise? Was? Nein. Aber er ist alt genug. Ich habe gesagt, er kann machen, was er will, wisst ihr. Halbes Jahr später hat er Geburtstagigen eingeladen auf eine Städtereise. Wir beide alleine ab nach Amsterdam. Ist ja eine Stadt, oder nicht? Chantal war voll sauer, sie musste zu Hause bleiben. Ich hole ihn ab, sag, wisst ihr was, fahren wir mit dem Auto. Von Berlin nach Amsterdam fahren wir schön mit dem Auto, haben wir Fahrzeit, 8 Stunden, gut, 8 Stunden, können wir quatschen, wa? Ich hole ihn ab von zu Hause, wir fahren los. Ich wollte gerade anfangen, mit ihm zu reden, klingelt der Telefon, sie dran. Und wenn sie dran ist, verändert er immer seine Stimme. Kennt ihr so Typen? Gerade eben noch, Amsterdam ist gut, Amsterdam ist geil, aber der Amsterdam, ich will Nutten gucken, Nutten will ich gucken, mit Hupen, Nutten mit Hupen und Nippel, hoffentlich ist es kalt. Du bist so. Pass auf, plötzlich klingelt das Telefon, er geht ran. Ich sag, nimm mal die Klammer vom Sack, ist ja ekelhaft, Mensch. Die ganze Zeit bis nach Amsterdam und die hat doch 2000 Mal angerufen. Das muss man einer Frau ja lassen. Telefonieren können die wie eine Eins. Frauen, liebe Frauen, ihr ruft teilweise 1000 Mal am Tag an. Manchmal so oft, dass Frauen selber nicht mehr wissen, warum. Da gehst du als Mann ans Telefon. Ja. Ja. Was willst du? Nix. Ich sag, du hast mich aber angerufen. Was willst du denn? So. Nur mal hören. Was? Sag mal, mach das Radio an. Lass mich in Ruhe nur mal hören. Wir fahren bis nach Amsterdam. Endlich kommen wir im Hotel an. Ich sag, weißt du was? Jetzt duschen, Schlüpper an, frischen, ab in die Disco. Weil in der Disco kann man ja nicht telefonieren. Habe gedacht. Wir waren keine 2 Sekunden in der Disco, klingelt der Telefon, er neben der Box am Telefonieren. Neben der Box. Ja.
auch mit so einer Piepestimme, wie Calimero mit der Eierschale auf dem Kopf. Kennt ihr den noch? Da stand da an der Box, da stand da. Ich sehe das, ich sage, alles klar, der will mein Wochenende kaputt machen. Den krieg ich auch hin. Ich zum Barkeeper, Jan, ich sage, pass auf, mein Freund, mach mal zweimal Cuba Libre. Bei mir lässt du Cuba weg. Packst du bei ihm mit rein. Hab ich schön abgefüllt. Anderthalb Stunden später war der rotzevoll. Rotzevoll. Der wusste nicht mehr, wer Chantal war. Er knickt zusammen, irgendwann klingelt den Telefon, geh ich ran. Ich sag, Chantal ist gerade ganz schlecht. Wir haben richtig Stress mit den Nutten gerade. Richtig Stress hier mit den Nutten. Und dann musst du auflegen, die geht zu Hause kaputt, wisst ihr? Er kickt mich an, jetzt Probleme? Sag doch nicht. Ich hab natürlich direkt Stress, wir waren keine 2 Sekunden wieder in Berlin, stand sie schon auf der Straße, sofort Ärger, sofort. Gibt's ja. Frauen verstehen das ja nicht, so ein Humor. Wenn der beste Freund, den sie eh kacke findet, wisst ihr, wenn der dann noch so was mit Nutten, das glauben die dir nicht. Und er stand, er war sauer, ich muss das ehrlich, er war jetzt nicht so glücklich, dass er sagt, super Spruch, fand er nicht, fand er. Nee, Freundschaft auf der Kippe, muss ich ehrlich zugeben. Freundschaft auf der Kippe. Ich hab ihn dann wieder zu mir nach Hause eingeladen, ich wollte mich ja vertragen, aber er lernt ja auch aus so einer Situation nicht. Wen bringt er wieder mit? Chantal. Das Schlimme ist aber, dass mittlerweile Chantal die beste Freundin meiner Freundin ist. Das Schlimmste, was dir passieren kann. Wenn deine eigene Freundin dir in den Rücken fällt. Die sitzt auf der Couch, heute kommt Chantal. Es klingelt an der Tür. Ich mach auf, Chantal kommt drin, stellt sich in die Ecke, mein Kumpel guckt mich an, ich sehe mein Kumpel sieht mich wie wieder. Hallo. Feierabend. Pass auf. Meine Freundin sieht Chantal um die Ecke stehen. Frauen können ja plötzlich um die Ecke gucken, ist ja der Knaller. Sonst sehen sie nichts, da sehen sie die Freundin. Sie sieht die Freundin, Chantal sieht meine Freundin, ein Phänomen gibt es nur bei Frauen. Gibt es nur bei Frauen. Du hast ja den Eindruck, die haben sich 30 Jahre nicht gesehen und Kai Pflaume hat sie zusammengebracht. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja... Die fangen ja sofort an zu quatschen, ohne Punkt und Komma. Die hören ja auch ja nicht auf. Die reden permanent aufeinander ein. Das ist der Wahnsinn. Machen Männer nicht. Wir Männer, wir quatschen nicht so viel. Frauen reden ja permanent. Permanent. Ich habe mal beobachtet, woran das liegt. Das liegt daran, Frauen halten ein Gespräch am Laufen. Die fragen nach. Wir Männer nehmen ja einfach nur hin. Wir Männer sind ja vom lieben Gott gebaut worden für hinnehmen. Information kommt, hinnehmen. Alles einfach nur hinnehmen. Bei Frauen nicht. Frauen, weißt du, das sieht man beim Mann. Das ist, wenn die Frau nach Hause kommt und sagt, Carsten hat sich von Steffi getrennt. Ja. Carsten und Steffi weg, aber Frauen wollen erzählen, warum, du fragst aber nicht nach. Die hat die Antwort aber schon vorbereitet. Die ist auf dem Weg vom Rückenmark zum Hirn. Die muss sie sagen, sonst kriegt die Kopfschmerzen. Da kommt die. Da kommt die auf dich zu, ran. Willst du denn ja nicht wissen, warum die sich getrennt haben? Wo du als Mann da stehst und sagst. Wer? Das Thema ist schon längst durch bei Frauen nicht. Frauen, die können stundenlang reden. Die hinterfragen auch alles. Auch bei einer Ampel. Bei einer Ampel. Eine ganz normale Ampel. Beim Mann sagst du, pass auf. Bei Rot bleibst du stehen. Okay. Und bei Grün läufst du weiter. Okay. Eine Frau würde da stehen und sagen, warum ist denn oben rot? Was? Weil unten schon grün war, keine Ahnung. Aber Frauen können das. Frauen können stundenlang quatschen. Du musst sie als Mann raushalten. Wenn zwei Frauen sich unterhalten, musst du dich raushalten. Das ist wie wenn Hunde sich beißen. Da musst du weg. Da musst du weg. Ich habe mich lange aus dem Gespräch rausgehalten zwischen Chantal und meiner Freundin, bis irgendwann der Satz fiel, können wir ja mal gemeinsam machen. Ich dahin, ich sag, was wollt ihr gemeinsam machen? Weil Chantal hat nur Unsinn im Kopf, wisst ihr? Ich sag, was wollt ihr denn gemeinsam machen? Vorher wollt ihr Kinder kriegen, ich sag, hat sie meiner Freundin einen Floh und Eu gesetzt von wegen Fabrikverkauf? Kennt ihr?
Kennt ihr Fabrikverkauf? Hör mal, da kaufst du keine Fabrik, da kaufst du in einer Fabrik. Da kaufst du keine Fabrik. Frauen, ich sag, was ist denn Fabrikverkauf? Ich sag, was willst du denn da? Fabrikverkauf? Das ist, du glaubst gar nicht, wie Frauen ausrasten in einem Fabrikverkauf. Das ist Frauen, die nicht mehr laufen können, rennen mit 180 an dir vorbei. Ist der Wahnsinn. Ich hab gehofft, dass meine Freundin den irgendwann vergisst, wa? Nein. Halbes Jahr später, ich komme aus dem Büro nach Hause, steht sie im Flur. Wir müssen nach Nussloch! So was? Sag mal, ist der Insa Nussloch, klingt wie ein schwedischer Porno, ich bin dabei. Sagt sie, nee, das ist eine Stadt. Nussloch ist eine Stadt. Die haben eine Fabrik und Strom. Ich sag, was wollen wir bitte in Nussloch? Da sagt sie, da gibt's Handtaschen. In Nussloch. Gibt's Handtaschen. Da gibt's ja in Berlin nicht mehr. Gibt da keine Handtasche in Berlin. Nee, musst du auf den Schwarzmarkt, sonst kriegst du keine. Ich sag, wir fahren doch nicht bis nach Nussloch, von Berlin bis nach Nussloch. Das sind 650 Kilometer. Aber da musst du mindestens 50 Handtaschen kaufen, damit sie den überhaupt lohnt. Hat die ja nicht lange überlegt, direkt, ja, ja, 50 Stück krieg ich hin. Kein Problem, ich weiß welche. So, und ich bin ja der Mann zu Hause, wa? Was habe ich gemacht? Ich bin in Nussloch gefahren. Schön Samstagmorgens um 5. Um 5 Uhr morgens nach Nussloch. Sag, was wollen wir bitte so früh in Nussloch? Da sagt sie. Nicht, dass wir da hinkommen und da gibt's nichts mehr. In der Fabrik. Nicht so oft, dass du da hinkommst, sie sagen, Sie sind sehr spät, nichts mehr da, nichts mehr da. Alle, wir haben kein Leder mehr da, wir müssen warten, bis die Kuh stirbt. Schön, Samstagmorgens früh um 5 Uhr nach Nussloch ballern. Musst du auf deine To-Do-Liste schreiben, bevor du stirbst, willst du schön Haus bauen, Baum pflanzen, Nussloch ballern um 5 Uhr. Und anstatt die dann morgens um 5 in Ruhe lässt, weil morgens um 5 ist ja keine Uhrzeit, wo wir Männer wach werden und sagen, ja, quatsch mich voll. Was macht sie, sitzt auf dem Beifahrersitz? Wir fahren heute nach Nussloch, wir fahren heute nach Nussloch. Ich saß da, boah. Kick doch einfach nur aus dem Fenster und atme. Wir fuhren, pass auf, geht weiter, wir fuhren nach Nussloch. Und umso näher wir nach Nussloch kamen, umso hektischer wurde die. Die war richtig aufgeregt. Die fing an zu schwitzen. Das glaubst du nicht. Wir haben irgendwann das Ortseingangsschild von Nussloch gesehen. Da hing die auf dem Sitz ab wie ein Zäpfchen. Das ist, wir fahren auf dieses Fabrikgelände rauf. Auf den Parkplatz. Das war wie bei einem Flugzeug. Parkposition war noch nicht erreicht. Abgeschnallt. Rauf. Ich bin neu gefahren. Die ist aus dem fahrenden Auto. Rein in diese Fabrik. Und meine Freundin ist 1,60 groß, da wird die zum tasmanischen Teufel, das glaubst du nicht. Die ist rein, die Radikale, habe nur Handtasche und Kartons fliegen sehen. Die hat sich eigene Gänge gebaut, damit sie schneller ist als die anderen Frauen. Die hat Europaletten weggeschoben. Sie kann keine Tüte tragen, aber Europaletten schieben sie weg. Ja! Die rannte rein und dann war die weg. Die war weg. Ich stand vorne alleine mit 5 anderen Männern. Hallo. Tagchen, ja. Wartest auch auf deine Freundin, Jut. Hä? 2 Wochen schon, kick mal. Die war weg. Nach 6 Stunden kommt meine Freundin wieder und sagt, guck mal, ich hab eine Handtasche. Ich sag, wir sind in der Handtaschefabrik. Natürlich hast du eine Handtasche. Wenn sie jetzt mit dem Akkuschrauber gekommen wäre, hätte ich gesagt, wo hast du den denn her? Aber sie steht da mit einer Handtasche. Und das Geile bei Frauen ist ja dann, wenn die was gefunden haben, die kaufen das nicht einfach. Die rechtfertigen ihren Kauf vor ihrem Mann.
mit Argumenten, das würde uns Männern ja nicht einfallen. Eine wahre Geschichte. Meine Freundin sitzt da oben. Pass auf. Ich stehe nachmittags in Nussloch. Ich stehe in Nussloch. Sie kommt auf mich zu. Völlig euphorisch. Ist ja bei Frauen, wenn die was gefunden haben, sind die völlig euphorisch. Sie rennt auf mich zu, sagt: Guck mal, in der Tasche! Und ich sag: Ja. Für was brauchst du die? Und da sagt sie: In echt passiert. Und ich mag sie wirklich. In echt passiert. Und die ist auch nicht doof, die hat studiert. Weißt du, die ist nicht doof, dass man sagt: Okay, doof, klar. Aber sie steht vor mir und auf die Frage, für was brauchst du die, sagt sie: Die kann man so halten. Ich sag: Ne. Ich sag: Nimm zwei mit, du hast doch zwei Arme. Die kann man so halten. Sehr knaller, ey. Die muss kaufen. Ich mag sie wirklich, aber die muss kaufen. Du könntest mit ihr durch die Wüste laufen. Überall ist Wüste. Überall, soweit du kicken kannst, ist Wüste. Und mitten in der Wüste ist ein Stand mit Sand. Und wenn sie sagt: Ich will ja nur mal gucken. Und wenn du dann als Mann fragst: Für was brauchen wir bitte Sand, ziehen Frauen ihren Joker zum Dekorieren. Ich habe mir wirklich gedacht, ich habe irgendwann mal alles erzählt über Frauen und Einkaufen. Irgendwann ist das Thema da durch. Ich habe mir wirklich gedacht, na. Jeden Tag was Neues. Das Neueste, was mir aufgefallen ist, dass Frauen teilweise losgehen mit einem Ziel, etwas zu kaufen, und kommen mit was anderem wieder. Das ist geil. Das ist geil. Die brauchen was, kommen mit einem anderen wieder. Das machen Männer nicht. Wir Männer, wir wissen zum Beispiel, wir brauchen eine Hose. Weil Hose kaputt, dann weißt du, Hose. Dann hast du als Mann das Wort Hose im Kopf. Und dann gehst du in den Laden, wo das Wort Hose drin vorkommt. Dann gehst du da rein, sagst: Guten Tag. Hose. Was denn für eine Farbe? Hose. Und welche Größe? Hose. Wir Männer probieren ja auch nicht an. Wir halten einfach das Licht. Wenn es zu groß ist, holen wir es einen Gürtel. Wenn es zu klein ist, lassen wir einen Knopf offen. So. Aber... Aber Frauen, bei Frauen läuft das anders. Frauen, die brauchen beispielsweise eine Jacke. Eine Übergangsjacke. Haben wir jetzt wieder die Zeit der Übergangsjacke. Was ist denn bitte eine Übergangsjacke? Kein Mann der Welt hat eine. Was ist denn eine Übergangsjacke? Wir Männer, wir wissen: Draußen kalt, Jacke ja. Draußen warm, Jacke na. Was ist eine Übergangsjacke? Frauen brauchen sowas. Das fällt ihnen meistens morgens ein beim Frühstück. Aus dem Nichts. Du sitzt mit ihr am Tisch. Aus dem Nichts kommt sie. Da! Jacke! Und dann ziehen Frauen los mit dem Wort Jacke im Kopf. Jacke, 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 Jacke. Fahren mit dem Bus in die Stadt. Jacke, 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 Jacke. Gehen durch die Fußgängerzone. Jacke, 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 Jacke. Kommt zum Karstadt rein. Gehen durch den Eingang, durch diese Sicherheitsschleuse. Hier löscht. Dann stehen die allen ernsthaft vorne am Eingang. Was wollte ich denn noch mal hier? Irgendwas wollte ich, aber wenn ich schon mal hier bin, kaufe ich irgendwas. Meine Freundin, die sollte sich mal ein Kleid kaufen, wisst ihr? Die hat einen deutschen Comedy-Preis. Ich war nominiert, hat gesagt: Wisst ihr was, ich lade dich ein auf ein Kleid. Hier hast du mir eine Kreditkarte. Viel Spaß. Sie zieht los. Ist auf 100 Euro limitiert, kann nichts passieren. Bin ja nicht bescheuert. Pass auf. Sie zieht los, kommt nach 11 Stunden wieder. Ein Grinsen im Gesicht, immer ein gutes Zeichen bei einer Frau.
wenn Frauen was gefunden haben, dann grinsen die. Wenn die 11 Stunden unterwegs waren, haben nichts gefunden, dann hassen die sich. Die hassen sich. Die hassen sich. Und dich. Die hassen alle. Die kommen nach Hause, knallen die Tür zu, paff. Na toll. Na toll. Na toll. Für mich gibt's nichts mehr. Ich hab einen ganz komischen Körper. Was ist das denn schon wieder? Mensch! Berlin! Aber die hat gegrinst, wisst ihr, wie glücklich ich war. Die hat gegrinst. Ich sag, die hat was gefunden. Ich voller Euphorie, nimm zu ihr. Ich sag, Schatz, zeig das Kleid. Steht sie da? Zappelt? Ich sag, bist du Verkehrspolizist? Ich sag, ich will das Kleid sehen. Steht sie da? Ich bin drin. Ich hab gesehen, in dritten, erst unten ist, aber ich hoch und sie dann, da kommt der, das hing und der sagt zu mir, nö. So was? Sag mal, jetzt Lückentext, brauche ich einen Stoffstift. Sag, was willst du von mir? Ich sag, will das Kleid sehen. Da sagt sie allen Ernstes, Kleid, das ist momentan ganz schlecht. Ich sag, wie ganz schlecht? Sag, ja, ist nicht die Saison. Bei Kleidern, eine Saison bei Kleidern. Beim Spargel kennt man die Saison, bei Kleidern kenne ich keine Saison. Ich sag, was hast du denn gekauft anstatt einem Kleid? Das glaubt ihr nicht, was sie kauft. Anstatt einem Kleid, jeder kennt ein Kleid. Wisst ihr, was sie kauft? Ein 11-teiliges Porzellanservice. Teller! Ich sag, du brauchst ein Kleid oder wolltest du mit dem Teller dahin gehen? Nächsten Tag habe ich sie geschnappt, bin ich mit ihr in der Boutique drin. Ich nimm sie ab in der Boutique, wenn Männer mitkommen, geht das relativ schnell. Ich sag, Post, rin, da hing da was im Schaufenster aus Baumwolle. Oben offen, unten offen, ein Kleid. Ich zeig dir das Kleid, hat dir auch wirklich gefallen. Aber glaubt man nicht nur, weil einer Frau ein Kleid gefällt, dass sie das dann auch kaufen. Jetzt geht's um die Größe. Bei einer Frau und der Größe ist es ähnlich wie bei der Temperatur. Gibt die echte Temperatur und die gefühlte. Sie schnappt sich 36 und 38, verschwindet in der Umkleide, kommt mit 36 wieder raus. War knapp. Da kommt bis der Komiker, saß da, hat gesagt, wuh, 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 wuh. Das ist aber knapp. Wie bist du da noch reingekommen? Haben die da einen Tannenbaumtrichter in der Umkleidekabine? Nein! Nein, das hat ihr gepasst, aber liebe Männer, ihr kennt es doch, wenn ihr mit der Frau über eine Party läuft, mit einem hautengen Kleid, rennt ihr doch über die Party. Ich krieg keine Luft mehr. Ich krieg keine Luft mehr. Es ist eng. Ich krieg keine Luft mehr. Ich geh kaputt. Luft. Ich habe Hunger. Ich hab Durst. Ich kann nichts essen, nicht trinken. Und du bist schuld, du Penner. Du bist schuld. Ich sag, kauf doch 38, passen 4 Pilze rein und ein Schnitzel. Weißt du, was sie kauft? Aus Trotz 34. Mit dem Argument, ich nehme ja noch ab. In 2 Tagen, ist klar. 2 Tage später, weil ich soll euch sagen, ich komme aus dem Büro nach Hause, steht sie im Badezimmer vorm großen Spiegel, ein Geheule. Ich bin viel zu fett. Ich sehe aus wie eine Presswurst. Ganz wichtig, Fresse halten angesagt. Ich stand da und sag, nö. Presswurst sieht anders aus. Die sind kleiner. War so voll sauer. Ich bleib zu Hause. Aber liebe Männer, glaubt man nicht nur, weil eine Frau sagt, sie bleibt zu Hause, bleiben die zu Hause. Da kannst du nicht so Sätze sagen wie,
Oh, das ist ja super. Die wollen dann, dass du bettelst. Die wollen, dass du bettelst, dass sie mitkommen, dass du sagst, nein. Nein. Bitte nicht. Bitte komm doch mit. Was soll ich denn da alleine? Mit meinen ganzen Freunden. Dem vielen Alkohol und die Hostesse ohne Schlüpfer drunter. Bitte komm mit und versau mir meinen Abend. Nein, ich hab's mit dir nochmal, was soll ich sagen? Wir waren gehen jetzt 2 Sekunden am Auto, saßen da. Mach die Rücken nach hinten, ich krieg keine Luft mehr, ich krieg keine Luft. Ich sag, also Knopf an der Seite am Sitz, drückst du drauf, wie das von der Lehne ist, elektrisch. Da ist kein Knopf. Da ist kein Knopf. Ich sag, an der Seite vom Sitz ist ein Knopf, drückst du die Rufi elektrisch. Da ist kein Knopf. Da, ich sag, an der Seite. Da ist kein Knopf. Ich ausgestiegen, mach die Tür auf, sag, Schatz, guck doch mal, da ist der Knopf. Den hast du gerade hingemacht. Na ja, mit dem Akkuschrauber aus Nussloch. Als wenn wir Männer einen Knopf in der Tasche hätten. Wa? Wir fahren zu dieser Party, die Fahrt dahin war der Horror. Wenn Frauen sich unwohl fühlen, zuppeln die immer an sich rum. Die zuppeln dann immer an sich rum und sagen, guck mich an, ich bin zu fett. Guck mich an. Ich sag, Schatz, ich würde gerne gucken, aber ich fahr Auto. Sagt sie, guck mich an, ich bin zu fett. Guck mich. Ich sag, ich fahre Auto, guck mich an. Ich rechts rangefahren. Motor aus, hab sie angekickt. Mit Engelszungen hab ich auf sie eingeredet. Ich sag, Mäuschen. Sag, du bist die hübscheste Frau hier im Auto. Ja, was soll ich denn sagen? Soll ich sagen, oh du meine Pummelfee, ich lieb dich trotzdem, das funktioniert nicht. Dann ist jeder sauer. Wir fahren hin und alles ist schlecht. Frauen malen ja auch den Teufel an der Wand. Alle werden sie auslachen. Sie ist doch viel zu fett. Man wird das doch sehen, wie mit Vaseline reingeschossen, das ganze Programm. Wir kommen auf die Party. Wir sind René Young und was soll ich sagen? Etwa nix. Nix. Nicht einer, der bei ihr stehen geblieben ist, hat gesagt, oh. Ach du Scheiße. Ich hab voll René geguckt. Bisschen wie Presswurst, wa? Nicht einer, alle fanden das Kleid toll. Ein wunderschönes Kleid, wer wunderbar zu den Schuhen passt. Und zu der Handtasche, wo ist die Handtasche her? Aus Nussloch, ach wo ist denn das? Da müssen wir Oma hin. So. 5 Stunden später. Wir fahren nach Hause, ich sitze im Auto. Ich hatte natürlich recht, ich guck sie an, sag und? Hatte ich wohl recht gehabt, wa? Oh. Das mögen Frauen ja nicht. Das finden Frauen kacke. Wenn du recht hattest, finden die kacke. Wenn du aber noch sagst, dass du recht hattest, finden die richtig kacke. Wenn die dann aber noch wissen, dass du weißt, dass du recht hattest, dann hassen die dich. Die Frauen glauben einem nichts. Du kannst einer Frau sagen, was du willst, die glauben dir nichts als Mann. Du kannst es auch, wenn die vorm Fernseher einschlafen, die schnarchen nicht. Nein! Frauen schnarchen nicht. Nicht vorm Fernseher, könnt ihr ja nicht, wa? Habt ihr keine Nase im Gesicht? Dann schnarcht er mit einem Herrenschuh, ist klar. Wir sind keine 5 Minuten zu Hause, sie sitzt vorm Fernseher direkt. Ich gehe hin zu ihr und sage, Mäuschen, geh doch mal ins Bett. Mensch, du kriegst doch ja nichts mehr mit. Da sitzt sie da.
Ich gucke noch! Die hat gepennt! Oder hat die geguckt, ob die Augen auf und zu gehen? 5 Sekunden später pennt die wieder ein, direkt wieder. Ist ja alles klar, sie schläft ja nicht. Ich aufgestanden, hab eine DVD geholt, nimm die DVD, leg die in Player, spul bis in die Mitte vor. Play. Ich sie wieder geweckt. Müsst ihr mal machen, das ist das Geilste, was es gibt. Du kannst es auch noch steigern, indem du alle Uhren um 4 Stunden vorstellst. Pass auf. Ich erzähle euch eine Nummer, die durfte ich bis jetzt nie erzählen. Die ist auch wirklich passiert. Und sie hat immer gesagt, sag es geben, aber wir sind jetzt unter uns. Pass auf. Schatz, du verzeihst mir. Pass auf. Sie hat gepennt. Natürlich nicht. Die hat nicht geschlafen. Die wollte den Film durch diese Fleischlappen gucken. Pass auf. Pass auf. Ich hab mich früher mal aufgeregt, wenn Frauen einschlafen vor dem Fernseher. Liebe Männer, nehmt das als Chance. Das ist so geil. Ihr könnt da so viele geile Sachen machen. Pass auf. Sie hat geschlafen. Wir hatten Ende August, war das. Ich lasse die Jalousien runter. In der ganzen Wohnung etwas stockduster. Sie hat die Band. Jalousien mal unten. Ich gehe runter in den Keller. Da haben wir so einen Plastik-Weihnachtsbaum. Ich hab die komplette Bude geschmückt. Ich hab mit Sprühschnee die Fenster voll gemacht. Ich hab so ja einen Zimttee gekocht. Ich hab so, pass auf. Ich hab den Adventskranz angezündet, 3 Kerzen. Ende August, pass auf. Ich sie wieder geweckt. Sag Mäuschen. Mensch, werd doch mal wach. Ich dachte, wir feiern gemeinsam den 3. Advent. Das kann so einen Spaß machen. Mit Frauen Fernsehen gucken, es ist so geil. Das kann so einen Spaß machen. Die pennen ein oder sind eifersüchtig. Frauen sind eifersüchtig auf Schauspielerinnen. Kannst du denen 1000-mal erzählen, dass sie in dieser Glasscheibe sitzen und nicht raus können? Interessiert die nicht. Wir haben Basic Instinct geguckt, den ersten Teil, kennt ihr, war mit Sharon Stone und Michael Douglas. Mit dieser Verhörszene, wo sie das lange Kleid anhat ohne Schlüpper drunter und macht so. Ich hab mir extra einen DVD-Player gekauft, um ranzuzoomen. Ich seh das und sag aus der Lamenge heraus, leck mich am Arsch, du, wenn die hier klingeln würde, meine Freundin direkt, was wird sie denn dann machen? Ich sag, wird Chantal anrufen, könnt ihr beide spazieren gehen. Das ist so geil. Die pennen ein, eifersüchtig. Oder Frauen, die dritte Variante bei Frauen ist, die finden alles kacke. Was wir gucken, ist alles kacke. Ist alles kacke, kacke. Bei Frauen ist alles immer ein Schießfilm. Schon auf jeden Fall ein Schießfilm. Sobald irgendwo eine Waffe liegt, oh, ein Schießfilm. Das gibt keine Kategorie Schießfilm. Ich habe schon wirklich viele Oscar-Verleihungen gesehen, aber noch keine, wo hieß, und der Oscar für den besten Schießfilm. Und bei Frauen muss alles realistisch sein im Film. Sobald irgendwas Unrealistisches im Film ist, machen die so komische Geräusche, dann sitzen die da. Da fange ich an zu schwitzen. Ich will den Film gucken. Irgendwas passt nicht am Anschluss oder so. Sie. Wir haben mal Bad Boys 2 gesehen. Kennt ihr mit Will Smith und Martin Lawrence? Mit dieser Verfolgungsszene, wo sie mit dem Ferrari über die Brücke ballern. Die ballern mit dem Ferrari über die Brücke. Wir sind mit 2650 PS, 575er Maranello. Wir Männer riechen das. 35 Liter Super Plus. Wir riechen das. Meine Freundin sitzt nebendran. Das kann man auch mit einem Nissan Micra machen. Was? Was? Will Smith im Nissan Micra, warum denn nicht? In Turkis Metallic, das Ding.
Schön mit der verkackten Dielmaus in der Scheibe hinten oder was? Jetzt mal ehrlich! Mann! Alles muss realistisch sein. Wenn irgendwas nicht stimmt, das Schlimmste war ja, ich war einmal weit mit ihr im Kino. Das war das Schlimmste. Einmal weit mit ihr im Kino bei Star Wars. Die an der Kasse hat noch gesagt, wollen Sie wirklich mit Ihrer Freundin da rein? Ich hab das nicht realisiert, bis ich in dem Film drin war. Wir sitzen in dem Film drin, ne? Irgendwann kommt ja die Szene, wo Darth Vader reinkommt. Meine Freundin direkt, warum atmet der so? Ich sag, weil er raucht. Ich sag, lass den Mann in Ruhe, der hat einen schwarzen Helm auf dem Kopf, der hat jetzt andere Sorgen. Film geht weiter, irgendwann kommt in die Szene, wo er sagt. Luke, ich bin dein Vater. Und ich sehe in ihrem Gesicht, wie sie sich selbst die Frage stellt. Das ist der Vater, der sieht ganz anders aus. Wo ist denn die Mutter? Ist er alleinerziehend? Wie finanziert denn der das? Das kann doch ja nicht gehen. Sag, darum geht es doch ja nicht. Der Höhepunkt kam, als Darth Vader mit Luke Skywalker kämpft. Fandst du scheiße, den Vater-Sohn-Konflikt könnte man den Super in den Herrn rufen mit stille Treppe und so eine Kacke. Wie ist eine Wuthöhle? Ganz schön Darth Vader auf der Wuthöhle, ist doch wunderbar. Darth Vader macht sein Laserschwert an. Pass auf. Sie. Das ist ein Laserschwert. Ich sag, ja, hast du aufgepasst, kriegst einen Keks. Ich will den Film sehen. Da sagt sie, ja, aber Laser ist doch Licht. So, was? Hast du in Physik auch aufgepasst, kriegst einen zweiten Keks. Bin ja ganz stolz auf dich. So, ich will den Film sehen. Sagt sie, ja, aber Licht ist doch unendlich. Ich sag, was machen wir hier, die Knopfhoff-Show? Ich sag, ich will den Film sehen. Was hat er mit dem Licht zu tun? Da sagt sie, wenn Laser Licht ist und Licht unendlich, warum ist das Laserschwert nur 1 Meter lang? Ich sag, was? Ich sag, weil 600 Meter langes Schwert scheiße aussieht. Warum? Und ich saß an dem Tag im Kino und hab mir gesagt, das muss doch irgendwann mal einen Film geben, wo wir Männer uns rächen können. Und der Film kam. Es kam Titanic. Was ein Film. Pass auf, ich lese in der Zeitung, Titanic kommt in die Kinos. Ich hole mir eine Freundin von der Arbeit ab und sage, Mäuschen, wir bieten ihn heute im Kino. War sie schon irritiert. Wir sitzen in dem Film, der Film fängt an und irgendwann kommt in die Szene, wo Käthe sich umbringen will. Wa? Käthe will sich umbringen. Winslow. Käthe Winslet. Käthe will sich doch umbringen, rennt dann nach hinten an Boot und will ins Wasser hüpfen. Wa? Und dann kommt da plötzlich Leo angebottet. Leo kommt ja an die Rand. Nein! Spring nicht! Wenn du jetzt springst, das Wasser ist so kalt. Das tut weh, als wenn die 20 Milliarden Nadeln stechen würden. Ich saß da. Es hat 20 Milliarden Nadeln. A, wo hat die her und B, wer hat die gezählt? War sie schon leicht angepisst? Darum geht's ja nicht. Die lieben sich, das kennst du nicht. Ich saß da, es funktioniert. Der Film geht weiter und irgendwann kommt in die Szene, wo das Boot gegen diesen Eisklotz fährt. Wa? Und das Boot geht ja unter. Hat ja Schräglage. Und obwohl die Schräglage haben, spielt ihr oben auf Deck noch eine Kapelle. Mit an die Rutschesocken, anders seht ihr ja nicht.
Und die fiedeln und fiedeln und fiedeln. Ich seh das. Sag, warum spielen die eigentlich noch? Die bezahlt ja nachher gar keiner mehr. War sie schon sauer, pass auf. Mein Höhepunkt kam noch, als das Boot untergegangen ist und Käthe auf dieser Tür saß. Sie saß ja mitten im Ozean, schwimmt hier als Überlebende auf so einer Tür. Sie sitzt ja da ganz alleine, er hängt ja im Wasser, wa? Sie sitzt auf der Tür, mitten im Ozean. Geht um Leben und Tod. Sie sitzt die ganze Zeit drauf. Mir ist so kalt. Mir ist so kalt. Mir ist er hängt im 20 Trilliarden kalten Wasser. Sie, mir ist so kalt. Ist auch der Grund, warum er losgelassen hat. Die Scheiße hört mir nicht mehr an. Jetzt sitzt die ganz alleine auf dieser Tür, mitten im Ozean. Es geht um Leben und Tod. Ist ja nicht so, dass da mal ein Bademeister kommt und sagt, hallo, nicht vom Beckenrand springen. Sie sitzt ganz alleine auf der Tür, mitten im Ozean. Was passiert? Ruder Paule kommt zurück, gerudert, um zu kicken, ob es Überlebende gibt. Was? Ruder Paule rudert und rudert und rudert. Ruder Paul ist zum Schluss nur noch 50 Meter maximal von ihr entfernt. Es geht um Leben und Tod. Ruder Paul ist 50 Meter entfernt. Den ganzen Film über sie, am Schreien, am Machen, am Tun. Was macht sie? Sitzt auf der Tür. Hilfe. Hör mal. Hätte nur noch gefehlt, dass sie sagt, entschuldigen Sie bitte. Ja, bitte. Würden Sie mich vielleicht mitnehmen? Wo wollen Sie denn hin? Erst mal raus aus dem Wasser. Mir ist scheiße kalt. Ich bin auch alleine. Mein Freund hat gerade Schluss gemacht. Und wenn das mein Film gewesen wäre, dann hätte ich als Ende gemacht, wie sie zu ihm ins Ruderboot steigt. Und er rudert weg. Und er rudert. Und rudert. Und rudert. Das Boot wird immer kleiner. Und kleiner und kleiner. Und irgendwann ist das Boot weg. Und dann hörst du nur noch, wie sie zu ihm sagt, wo rudern wir denn hin? Und er sagt ganz trocken, na Nussloch, da gibt's Handtaschen. Das ist so geil, mit Frauen im Kino, jetzt ist so schön. Und vor allen Dingen auch schön ist ja, wenn du mit einer Frau ins Kino gehst, die wollen ja immer Mitte sitzen. Schon mal aufgefallen, die sitzen ja immer in der Mitte, im Mittelblock in der Mitte. Schön ist aber, dass nach 10 Minuten bist du auf Klo. Das ist für mich als Mann ist das Schlimmste, was gibt. Wenn die dann mittendrin, der Film fängt gerade an, steht sie auf. Entschuldigung bitte, Entschuldigung bitte, Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, höchste Eisenbahn, Entschuldigung. Und das Schlimme ist ja, meine Freundin, die gehen ja nicht alleine. Frauen gehen ja zu zweit auf Klo. Und ich weiß, warum. Ich habe recherchiert. Ich weiß, warum Frauen zu zweit auf Klo gehen. Die eine muss. Das ist die Aktive. Und die andere steht Schmiere. Sonst kann die nicht. Dann sitzt die da. Claudia? Ja? Sind wir alleine? Ja?
Doch. Und du auch. Dass wir Männer teilweise in Dreierreihe auf Klo gehen, das verstehen Frauen ja nicht, wie schlimm das ist für uns Männer, weißt du? So an so einem Pissoir, früher gab es ja noch diese Trennwände, die gibt es ja nicht mehr. Da stehst du dann zwischen einem wildfremden Typ, der guckt rüber. Ja. Schön ist das nicht. Schlimmste Erlebnis, was ich mal hatte, war in Köln in der Kneipe. Ich stehe in Köln in der Kneipe, neben mir ein älterer rotzevoll, schön mit Kopf an der Kachel. Das Schöne bei Männern, egal wie besoffen sie sind, auf Klo können sie ja stehen. Er steht, die erkennst du, wenn die vom Klo kommen, haben die so rote Striemen am Kopf von der Fuge. Er steht neben mir, ein wildfremder Typ, Schlüpper zwischen den Knie, Jeanslack auf dem Boden. Er steht neben mir, wollte auch wegrutschen, aber die Querfuge hat ihn aufgehalten. Er steht, ein wildfremder Typ. Ich guck rüber, plötzlich kriegt er einen völlig roten Kopf. Hauptsache gesund, wa? Guck mal, wir Männer sind schon assi, jetzt mal ganz ehrlich. Oder? Jetzt mal, wir Männer sind primitiv, aber glücklich, jetzt mal ganz ehrlich. Drei Männer in einem Raum. Drei Männer in einem Raum. Einer lässt einen fahren, die anderen beiden Respekt. Ich habe noch nie irgendwo zwei Frauen sitzen sehen, wo die eine zur anderen gesagt hat, holen Feuerzeug, holen Feuerzeug. Noch nie. Nein, Männer machen sowas. Der beste Freund, der beste Freund sagt, warte, ich zünden an, ich zünden an, ich zünden an, ich zünden an, ich bin blind. Männer sind die einzigen Menschen mit dem ausgestreckten Zeigefinger zur Frau und sagen, zieh mal. Wir sind ein bisschen assi jetzt, man muss man ehrlich zugeben. Ich mache das auch gerne hier im Berliner Olympiastadion. Wir Männer, wir sind anders. Aber wir... Nein, wir Männer toben uns aus, wir wollen spielen, das ist doch so. Männer machen alle nur, wir wollen nicht erwachsen werden. Das sieht man daran, ich kann ja mal hier eine Frage stellen. Und das ist das größte Bedürfnis, das ich habe hier vor 70.000 Leuten. Ich glaube, dass jedermann hier im Stadion, auf der Welt, ich auch, jedermann hat mindestens einmal in seinem Leben bei seiner Frau oder Freundin auf die Brust gedrückt und hat gehupt. Schön. 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 Und wir freuen uns voll. Wir wissen selber nicht warum, aber wir freuen uns. Schön. Teilweise wird auch geklingelt. Bring. Mein bester Freund hat immer getoppt. Der hat bei seiner Freundin nicht gehupt und geklingelt. Der hat bei seiner Freundin draufgedrückt. Frau Müller zum Diktat. Und das Schöne an dieser Nummer ist, ich stelle mir vor, wie wir Männer heute Abend noch nach Hause fahren und spätestens nachher schon mal kurz im Auto rüber gucken. Weh! Schön ist auch, wenn sie eingeschlafen sind, einen Sender einstellen, Decke weg und dann... Was machst du denn da? Psst, ich verstehe nichts. Wir Männer, wir sind so, wir sind ein bisschen anders. Wir toben uns aus, das muss man einfach mal so sagen. Wir toben uns aus, solange wir noch können. Wenn du irgendwann mal mit einer Frau zusammen wohnst, kannst du nicht mehr machen, was du willst. Ist so. So, wo haben wir Pärchen? Haben wir hier vorne Pärchen? Wo haben wir Pärchen? Wer ist zusammen? Ihr beide. Wie lange seid ihr schon zusammen? Bitte? Fast ein Jahr. Weil die ganz frisch ist. Wenn ich einen Arsch wäre, würde ich weiter drauf rumhacken. So.
Wohnt ihr schon zusammen? Ihr wohnt schon zusammen? Wie lange wohnt ihr schon zusammen? Ein Jahr. Was? Bei der Wohnungsbesichtigung kennengelernt, oder was? Schön Tür auf, ich schon. Was machen Sie denn hier? Ich wohne hier. Ja, dann sind wir jetzt zusammen, dann bringt da halt nichts. Hast du schon mal allein gewohnt? Du hast doch nie allein gewohnt. Was? Vor der Mama direkt ab zu Uschi. Dann kennst du das ja nicht, wenn man Eigentum hat, was? So eigenes Bett und so. Wer macht dir denn deine Wäsche? Sie oder Mutti? Sie. Du hast sie im Griff, mein Freund. Du bist gut. Aber, ey, ich bin auf deiner Seite, mein Freund. wer wohnt noch alleine? Wer wohnt alleine hier? Wer wohnt? Oh, du wohnst noch alleine? Oh. Mit eigenem Bett und alles eigenem Bett? Oh. Mit Eigentum, richtig Eigentum, wa? Oh. Liebe Männer, könnt ihr euch noch erinnern? Alleine wohnt, könnt ihr euch, kannst dich erinnern, mein Freund, alleine, Samstagmorgens, allein im Bett, schön. Schatz, komm kuscheln, ist noch warm. Ja, das kannst du nicht mehr machen, wenn du mit einer Frau zusammen wohnst. Das geht nicht mehr, ich muss mittlerweile im Sitzen pinkeln. Habe ich kein Problem mit, habe ich kein, aber sie kommt kontrollieren. Wisst ihr, wie schlimm das ist, wenn du da sitzt und sie kommt rein? Na? Drückst du den Pipi-Mann auch nach unten, nicht? Und als wenn wir Männer so bescheuert wären und da sitzen, was mache ich denn jetzt damit? Das reicht ja nie bis zum Waschbecken. Die Feine, das runter, die Feine. So geil, wenn du mit einer Frau zusammen wohnst, alles ist. Man muss sich verändern. Es ist so. Du hast auch nichts mehr. Du findest ja auch nichts mehr. Du findest nicht. Ich wohne mit meiner Freundin zusammen. Ich finde nichts mehr in meiner Wohnung. Die räumen alles weg. Du findest nichts mehr. Die werden teilweise nachts wach, um wegzuräumen. Das fängt bei mir morgens schon an mit der Fernbedienung. Ich hab einen Fernseher im Schlafzimmer stehen. Und 4 Jahre lag meine Fernbedienung in der Ritze. Zwischen der Matratze in der Ritze. Dafür werden ja Fernbedienungen Ritzen gebaut. Für die Fernbedienung. Das ist ja keine Matratzenritze, eine Fernbedienungritze. 4 Jahre lag die in der Ritze. Ich wohne mit meiner Freundin zusammen, ist die Fernbedienung weg. Die ist weg. Ich gucke in der Ritze, nicht vorne in der Ritze, hinten in der Ritze, nicht unter der Bettdecke, unter der Kopfkissen, die war weg. Weißt du, wo Frauen Fernbedienungen hinlegen? Auf dem Fernseher! Hallo! Das Ding hat Fernbedienung. Das heißt doch nicht Fern. Bedienung, weil es ein Fernseher ist, sondern weil man von der Ferne bedienen könnte. Kann ich mir einer Freundin erklären, steht die da, düt, kein Anschluss hinter dieser Nummer. Ich stehe also schon morgens leicht angepisst auf, hier zum Fernseher. Hol die Fernbedienung. Werf mich wieder ins Bett, hau mir voll den Kopf an. Will den Fernseher anmachen, geht der Fernseher nicht an. Da hat die den Knopf ausgemacht. Ich sag, warum machst du denn den Knopf aus? Das würde so viel Strom verbrauchen. Der Knopf. So ein Knopf. Aber 6 Stunden föhnen, das können sie. War Hauptsache der Knopf ist aus. Bei uns war noch nicht so der Knopf aus, da war auch der Stecker gezogen und die Sicherung war gedreht. Ich sag, warum hast du denn die Sicherung gedreht? Ja, gestern war Gewitter. Ich sag, und? Wenn der Blitz kommt. Ich sag, wenn wer kommt? Wenn der Blitz kommt, bei uns kommt dann immer der Zeugen Jehova, warum soll der Blitz kommen? Ist da Frau, ja, das wird ausgestellt. Und das Schöne ist ja auch, die nehmen dir alles weg. Räume, ganze Räume.
Drei Zimmer, Küche, Bad, bei Bad kannst du Ohren zuhalten, kommst du nicht mehr rein. Das ist bei, es ist so, ich hab ja, wenn du alleine wohnst, siehst du ja nicht, wie lange Frauen im Badezimmer abhängen. Wenn du mit der zusammen wohnst, da siehst du das erstmal, das ist ja der Wahnsinn. Was Frauen, wie die sich da präparieren, es ist ja der Hammer. Frauen benutzen das Bad nicht einfach nur so, die gibt ja mehrere Arten zum Beispiel vom Duschen. Frauen duschen, es gibt Duschen mit Haare, ohne Haare und nur Haare. Das ist geil. Das ist geil. Mit Haare für alle Männer. Duschen mit Haare ist Duschen. Duschen. Ist Duschen. Einfach Duschen. Duschen. Duschen ohne Haare. Da duschen Frauen ohne Haare waschen, damit sie nächsten Tag nur Haare machen können. Das ist geil. Frag sie nicht, warum, sie weiß es selber nicht. Und am allergeilsten sieht nur Haare aus. Das muss man mal beobachten, wie Frauen nur Haare machen. Ich hab das mal beobachtet. Obwohl Frauen nur Haare waschen, ziehen die sich trotzdem komplett nackig aus. Oh doch. Und nur Haare geht nicht mehr unter der Dusche, geht nur noch über der Badewanne. Das sieht geil aus. Ich hab das mal beobachtet, wie eine erwachsene Frau splitterfasernackt über der Wanne hängt. Hier ist unsere Tür. Ab und zu kommt sie mit der Brust an eine kalte Wanne. Schöne Knöpfe haben. Den Kopf einschabuniert, sucht ihr eine Dreiviertelstunde lang den Duschkopf. Den hab ich vorher weggenommen. Das ist so geil. Das ist so geil, ey. Und wenn Frauen nicht duschen, dann machen sie sich Bett fertig. Kannte ich auch nicht. Frauen machen sich Bett fertig. Meine Freundin macht sich 2 Stunden Bett fertig. Hör mal, wenn Männer sich Bett fertig machen, ziehen sie die Schuhe aus, das war's. Die nicht. Die nicht. Wir sind mal gleichzeitig nach Hause gekommen. Sie rechts abgebogen, wieder sie im Badezimmer, Bett fertig. Ich die Schuhe ausgezogen, in Bett gelegt, eingepennt, Stunde später weg, wach, ich kick rüber, immer noch weg. Ich hab mich schon gefreut, ich dachte, die wäre young, wa? Nein, die machte sich Bett fertig. Da wird mal geguckt, was Frauen machen, wenn die sich Bett fertig machen. Ist ja noch viel geiler wie nur Haare. Da steht sie splitterfasernackt vorm Spiegel und bemängelt sich alleine. Sie ist alleine im Badezimmer und bemängelt sich selber. Das ist geil. Ich guck durchs Schlüsselloch in meine Bude. Da steht sie da und das sieht so geil aus, dass sie dann so das Gesicht zusammenquetschen. Ach du Scheiße. Guck dir das mal an. Oh, war ja die Brust. Guck dir die Brust. Hat früher mal ein Bleistift und der passt jetzt eine Schreibmaschine. Guck dir das an hier. Was machen wir Männer, wenn wir fett werden? Wir stehen vorm Spiegel. Ja, wir freuen uns. Ich kenne keine Frau, die vorm Spiegel steht und sagt, hier, Zellulite, sieht doch geil aus. Man muss ja nicht sagen Zellulite, man kann ja sagen, es ist ein Hagelschaden, sofort. Liebe Frauen, ich versuche zu helfen. Da kann man auch sagen, ich bin beim Freibad eingepennt, plötzlich kommt das vom Himmel runter, ihr knallt alle den Arsch, kick dir das mal an hier. Nein, die bemängeln sich damit, blockieren den Badezimmer, ich gehe mittlerweile aufs Gästeklo. Ist das schon mal gewaschen auf dem Gästeklo? Ich habe schon mal Kopf gewaschen auf dem Gästeklo. Neulich mit Kopf gewaschen auf dem Gästeklo, mit dem Gästewaschbecken. Kennt ihr Gästewaschbecken? Mit der kurzen Wasserhähne. Du kommst ja kaum mit dem Kopf drunter, je schweige wieder hervor, kick dir das mal an, ist alles kaputt. Siehst du das? Das ist so, wenn du mit einer Frau zusammen musst, ist es alles anders. Es ist wirklich alles anders. Das Schöne ist ja auch, wenn die was kaputt machen, überhaupt irgendwas, wenn die aus dem Schrank was runterwerfen, waren die ja nicht. Die waren das nicht. Meine Freundin hat mal mein Auto kaputt gefahren. Die hat mein Auto kaputt gefahren, saß ich mit drin. Wir waren auf einer Party eingeladen, pass auf, wir waren auf einer Party eingeladen. Ich habe gesagt, wisst ihr was, ich hab mir vorgenommen, einen zu ballern, die bei Männern relativ schnell auf die Plätze fertig besoffen. Hat gesagt, wisst ihr was, ich fahr hin, du fährst zurück, sind wir beide mal gefahren. Bin ja netter, wa? Wir kommen auf die Party an, ich ab zu meinem Kumpel, der fing direkt an, wie geht's? Ich sag, halt die Fresse, ich brauch Schnaps, sie fährt so hoch, ich brauch Schnaps, du musst ja schnell Druck betanken. Weil kann sein, dass er in einer halben Stunde nach Hause will und wenn er dann nur so angeballert, bist du scheiße, weil sauer ist sie so oder so.
Wenn du aber voll bist, kriegst du nicht mehr mit, wisst ihr? Ich direkt 15 Wodka Red Bull hat der mir gemacht. 15 Wodka Red Bull. In 3 Minuten waren die weg. Ich mich an den Tresen festgebunden mit meinem Gürtel. Ich stand da, ich war glücklich. Halbe Stunde später kam meine Freundin auch und flüsterte mir ganz zärtlich ins Ohr, dass sie nach Hause will. Wir gehen jetzt! Mir war das egal, ich hatte Glühstrom, mein Auftrag war erfüllt. Ich hab mir noch eine Pulle Rote genommen für auf dem Weg, weil sie fuhr, ich weiß nicht, wie lange es dauert. Ich schön hinter ihr her, ab ins Auto, und wenn ich im Auto sitze und voll bin, ich penne ja sofort ein. Ich die Tür zugemacht, sitzt nach hinten, ich wusste ja, wo der Knopf war. Eine Band. Aber kurz bevor du da bist, wirst du wach. Ist ein Phänomen bei Männern, egal wie weit du fährst. Kurz vorher. Wir sind gleich da. Dann sagt sie das noch, als wenn sie dich weiß, sie ist gefahren, sie weiß es selber. Wir sind gleich da. Sie ist auch wirklich gut gefahren, allerdings die ganze Zeit nur im ersten Gang, weil ihr Wagen hat Automatik, meiner nicht. Die ganze Zeit. Das hört ihr auch nicht. Das Getriebe hat die Glüte, du konntest vorne eine Lampe ausmachen, wird mit dem Getriebe die ganze Straße beleuchtet. Du hast richtig gehört, wie die Triebe mit dem Zylinderkopf gequatscht hat. Was ist denn da los? Und der Zylinderkopf, die Olle fährt, was soll ich machen? Ha? Nee, waren ja nur 52 Kilometer. 38 Liter, super, plus haben wir Babalat. Der Billiersprit, wie sie, kostet ja nichts. Wir hatten gespart, der Knopf am Fernseher war ja aus. Pass auf, geht noch weiter. Wir sind zu Hause angekommen. Sie will einparken, Rückwärtsgang rein, ohne Kuppeln. Warum auch, ist doch Quatsch. Ja, wer laut schaltet, braucht nicht hupen, wa? Sie das Ding drin, ihr prügelt, pass auf. Gibt Vollgas und ich hab Parkdistanzkontrolle. Wisst ihr, umso näher du dein Hindernis kommst, umso mehr piept es ja. Aber meine Freundin ignoriert auch ihren Mann, Piepton. Sie saß da. Was piept denn da so? Da piept was. Hörst du das? Das wird immer schneller. Damit musst du mal in die Werkstatt. Sag noch nicht, aber gleich. Sie gibt Vollgas und Parkdistanzkontrolle ist ja schön und gut, aber ab 80 funktioniert die nicht mehr. Sie gibt Vollgas und wir haben nur noch eine Laterne bei uns auf der Straße. Wir wohnen in so einer Stichstraße. Eine Laterne, die trifft sonst nichts auf die 12. Paf! Unter der Laterne hat sie eine Techno-Party feiern können, da war richtig Alarm. Ich hab das mitgekriegt, ich war ja nur besoffen, ich war ja nicht tot. Ich steig aus meinem Auto aus, sehe nach hinten, sehe, wie die Laterne auf der Rückbank sitzt und sag noch im Suff: Na? Bist du auch mitgefahren? Die Stoßstange hat die Laterne umarmt. Gute Freunde. Ich drehe mich nach vorne zu meiner Freundin und sage: Schatz! Bist du alle in die Laterne geknallt? Da sagt sie: Nö. Sag, gibt's hier eine zweite Chance? Ich nach vorne wieder, ich sag: Fräulein! Die Laterne wackelt doch aber noch! Da sagt sie: Das ist der Wind. Ich nach vorne gegangen zu ihr, hab's in den Arm genommen.
Mäuslein. Mäuschen, wir können verdammt froh sein. Wir können verdammt froh sein. Stell dir mal vor, mein Auto wäre ein Boot. Und jetzt stell dir mal weiter vor, diese Laterne da wäre ein Eisblock. Dann würdest du jetzt auf einer Tür sitzen und pfeifen. Boah, war die sauer. Auf dem Hacken umgedreht, ab nach oben im Badezimmer, Wiedersehen, Bett fertig. Ich hinterher mit der Pulle, ich bin ja so ein Arsch, ich kann da keine Ruhe geben. Ich die Rotweinflasche hinterher, wisst ihr, zu ihr, ich sag, Scheiß, bleib stehen. Du kannst für so aggressive Laternen doch gar nichts. Die treten jeden Samstag in die Autos. Böse Laterne. Sie da oben extra einen Föhn angemacht, damit sie mal dumm mit die Quatsche nicht hört. Mir war das egal, ich, wenn ich einen geballert habe, ab in die Küche, ich hab dann immer Hunger. Ist bei Männern so, wenn die einen gezündet haben, nur noch eine Kleinigkeit. So Gänsebraten, Rotklöße, schnell gemacht. Und wenn wir Männer auf so Ideen kommen, wir ziehen ja auch durch. Ich also runter in den Keller, die Tiefkühlgarn zu holen. Truhe auf, ganz genommen, in eine Kasserole legt, so ein ovaler Topf, wisst ihr, die Pulle Rotwein über die Gans. Ich sag so, Mäuschen, jetzt kannst du schwimmen und atmen, zusammen mit dem Wein musst du atmen. Atme, mein Schatz, atme. Ich die Gans in den Ofen bei 280 Grad volle Möhre, aber so eine Tiefkühlgans dauert einfach mal 2-3 Stunden, da kannst du machen, was du willst. Ja, jetzt hatte ich Langeweile, jetzt musste ich meine Langeweile überbrücken. Früher, als ich noch alleine gewohnt habe, habe ich eine Carrera-Bahn gehabt. Seit ich mit meiner Freundin zusammen wohne, ist die weg. Nur mal so als Tipp, mein Freund. Jetzt hatte ich diese Flasche in Hand, jetzt kannte ich aus der Jugend noch Flaschen drehen. Kennt ihr hier Flaschen drehen? Kennt man, wa? Wahrheit oder Pflicht, haben wir immer gesagt. Für die Leute, die den nicht kennen, du nimmst eine Flasche, drehst die Flasche, wenn der Flaschenhals auf dich zeigt, muss sie Wahrheit sagen, aber wirklich die Wahrheit oder Pflicht irgendwas machen. Jetzt hatte meine Freundin überhaupt keinen Bock, morgens um 4 auf Flaschen drehen. Ihr merkt, sie ist sehr intolerant, aber ich bin ja sehr penetrant. Sie lag mittlerweile tief und fest schlafend schon im Bett, ich also ganz nah mit der Flasche an sie ran. Schatz! 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 Huch! Flaschen drehen! Sie aus dem Bett schnappt die Pulle, dreht die Pulle, was sie nicht wusste. Schluck war noch drin. Das Schlafzimmer sah aus. Die saß auf dem Bett. Guck dir mal das Schlafzimmer an. Und ich in meinem vollen Kopf, Schlafzimmer ist noch kicki, krieg dir mal die Küche an. Irgendwann ist bei einer Frau Feierabend. Das ist, ich denke, reizt es nicht aus. Ich die Gans ausgemacht. Schuhe ausgezogen, ich war bettfertig. Ich mich zu ihr gelegt, weil irgendwann muss ja eine Frau schlafen, weißt du? Aber wenn Frauen sauer sind, dann schlafen die nicht. Dann atmen die schwer.
Sie lag neben mir. Und ich im besoffenen Kopf. Das Wähler? Ich bin's! Luch! Ich hab auch ein Zauberschwert unter der Bettdecke. Alter, war die sauer. War die sauer. Die war so sauer. Kennst du, wenn Frauen so sauer sind, dass sie mit geschlossenen Zähnen mit dir reden? Die reden dann mit geschlossenen Zähnen mit dir. Und die denken dann aber, du verstehst die nicht. Sie lag neben mir. Boah, Alter. Alter, ey, noch ein einziges Ding. Ich schwöre dir das. Noch ein einziges Ding und das ist hier Zappenduster. Ja, das Spiel spiele ich mit. Ich verstehe sie ja nicht. Ich ganz nah an sie ran, aber da musst du meiner Frau aufpassen. Die sind halt wie so Leoparden, wenn sie gerade Kinder gekriegt haben. Die sind halt völlig uncool drauf. Ich ganz nah an sie ran. Musst du dich ranschleichen, sonst sieht die das. Sie mit geschlossenen Zähnen. Und ich ganz nah an sie ran. Schatz, bist du sauer? Irgendwann schlagen die auch zu. Irgendwann ist sie bei meiner Frau verjagt. Und das sieht so geil aus, wenn meine Frau zuhaut. Die ist so 1,60 groß, kaum größer als ein Toastbrot, verstehst du? Ja. Die tun sich ja selber mehr weh als dir, dann werden die noch saurer. Und damit die Situation nicht eskaliert, lag ich neben ihr. Aua, aua, aua. Was für brutale Schmerzen. Irgendwann ist er eingeschlafen aus Erschöpfung. Nächsten Morgen wurden wir gemeinsam wach. Wir werden jeden Morgen gemeinsam wach. Das liegt daran, dass ihr Wecker schon seit 2 Stunden klingelt. Machen Frauen. Frauen stellen 2 Stunden früher einen Wecker, bevor sie aufstehen müssen, weil die wollen sich noch mal drehen. Frauen wollen sich noch mal drehen. Ich sag, penn nur einfach weiter, du legst dich nicht wund, geht in Ordnung. Interessiert dich nicht. Und wenn du als Mann mitwach wirst und nicht, ist ja scheißegal. Zumal, wenn du den Tag vorher gesoffen hast, haben ja Frauen kein Mitleid, kein. Mir ging's richtig schlecht. Mir ging's nicht schlecht, dass man sagt, mir geht's schlecht, sondern mir ging's richtig schlecht. Ich hab ja nicht nur die 15 Watt Red Bull gesoffen, ich bin nachts nochmal wach geworden, hab den Roten aus der Kasserole mit dem Strohhalm. Mit diesem angetauten Ganzsaft, wisst ihr, wie das auf den Magen schlägt? Ich lag neben ihr, sie wird wach, sieht den Roten an der Wand, zack, war die wieder sauer. Können nur Frauen, gerade noch gut drauf, sieht was, zack, war die sauer. Sie war wieder schwer am Atmen, ich wusste, oh, das Vader ist wach. Meine einzige Chance zu überleben ist da weitermachen, wo ich gestern aufgehört habe, das ist wehleidig sein. Da können wir Männer am besten, wir Männer sind die Könige im wehleidig sein. Das ist, ich bin der Beste drin, Liegt aber vielleicht auch daran, dass wir Männer dann wirklich krank sind. Pass auf, ich lag neben ihr. Sie war völlig sauer, ich völlig wehleidig. Schatz, ich muss sterben, aber bevor ich sterben muss,
habe ich noch eine Frage an dich. Darf ich dir noch eine Frage stellen, bevor ich sterbe? Sie schon leicht angebissen, weil sie wusste, jetzt kommt irgendwas. Ja, dann frag halt, bevor du stirbst. Sag Schatz. Schatz. Wir haben gestern Flaschendrehen gespielt. Und die Flasche hat auf dich gezeigt. Was nimmst du? Wahrheit oder Pflicht? Sie ist schon sauer, weil sie wusste, jetzt kommt irgendwas. Ich nehm Wahrheit, ich mach doch jetzt nix. Sag, Wahrheit ist eine super Idee. Du musst aber wirklich die Wahrheit sagen. Du kannst doch keinen Mann anlügen, der im Sterben liegt, oder? Sie voll sauer. Frag oder du stirbst früher, als du denkst. Pass auf, mein Höhepunkt war gekommen. Die war voll sauer, die war voll sauer. Ich hatte meinen Spaß. Sie wollte die Wahrheit hören und wenn Frauen die Wahrheit hören wollen, werden die so ungeduldig. Sie sagt, sag komm, du willst die Wahrheit hören, die verträgst du nicht. Sag mir, was dir auf dem Herzen, du willst die Wahrheit hören, das schaffst du nicht. Pass auf. Und ich? Schatz, Wahrheit. Pass auf. Weißt du? Weißt du, wer mein Auto kaputt gefahren hat? Dankeschön! Vielen Dank, Berlin! Tschüss! Hallo, herzlich willkommen. Guten Tag. Ach, jetzt sehe ich das auch mal. Nicht so oft die Kamera auf meine Platte hier machen, Jungs. Hier, guck mal. Für mich ist es ein ganz großes Fest, heute Abend hier im Berliner Olympiastadion gespielt zu haben. Ich hoffe, euch hattet genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich habe mir lange überlegt, was machst du als Zugabe? Und ich habe mir einfach gedacht, heute möchte ich das als Anlass nehmen, weil viele E-Mails haben mich erreicht, haben gesagt, Mario, machst du weiter? Was macht das Programm? Spielen wir jetzt auch schon 2,5 Jahre. Heute ist ja der Tourabschluss. Die anderen Termine, die wir noch spielen, sind leider Zusatztermine oder Ersatztermine, weil ich ab und zu krank war. Und da habe ich mir überlegt, was machst du als Zugabe? Und da wollte ich einfach mal, natürlich nur, wenn ihr das wollt, etwas aus meinem neuen Programm machen, weil... Ach, schön, so nah an den Leuten. Und zwar muss ich etwas sagen, meine Freundin, also viele fragen, was machst du als nächstes? Machst du Hund, Katze oder machst du irgendwas anderes? Er geht natürlich weiter mit Mann und Frau. Und zwar war das der Anlass, ich war mit meiner Freundin
in New York und zwar bei einem Boxkampf. Heute boxt ja auch Klitschko und als er das letzte Mal geboxt hat, hat er in New York geboxt und RTL hat mich eingeladen. RTL kennt er, war so ein kleiner Nachwuchssender. Und die sind heute da am Kotzen gerade. Weil ich sage immer ATL, die heißen aber RTL, aber ich sage immer ATL. Ich war bei ATL im Fernsehen. Und ATL hat mich eingeladen nach New York. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich komme aus Berlin-Kreuzberg und plötzlich stehe ich, der kleine People aus Kreuzberg, in New York, völlig überfordert. Geile Geschichte, der Boxkampf im Madison Square Garden. Pass auf, ich sitze, der kleine Mario, tut mir leid, wenn er mit dem Rücken ist, aber ich weiß nicht, sonst müsste ich die ganze Zeit so machen, okay? Ja, pass auf, die Story fängt an. Ich sitze in New York im Madison Square Garden mit meiner Freundin. Die wollte natürlich mit, das habe ich vielleicht vergessen zu erwähnen. Ich sitze in New York im Madison Square Garden, sitze da. Neben mir, der Sitz ist noch frei. Ich gucke so ein bisschen auf den Boxring, fing noch nicht an. Plötzlich setzt sich neben mir ein Typ, wer wartet? Pass auf. Bruce Willis, kein Witz. Links von mir, links, pass auf. Story kommt noch. Ihr habt vergessen, meine Freundin war mit. Kennst du so Situationen, wo du als Mann denkst, schlimmer kann nicht kommen und dann zack, kommt Uschi um die Ecke. Ich sitze da, Bruce Willis sitzt neben mir, meine Freundin sitzt rechts. Ich sag zu ihr, Schatz, nimm mir, sie ist Bruce Willis. Ich wollte ja auch nicht so laut seinen Namen sagen, weil er kennt ja seinen Namen, wisst ihr? So. Sie? Was? Sch, so, Schatz. Links von mir. Bruce Willis. Sie? Was? So, Links. Du bist rechts. Du bist rechts. Links. Bruce Willis. Sie voll laut. Keine Musik am Spielen. Totenstille. Was? Wo sitzt Bruce Willis? Der du Scheiße. Pass auf. Er guckt mich an. Er kennt ja seinen Namen. Er guckt mich an. Ich. Hallöchen, alles klar? Er völlig angepisst. Ich guck ihn an und sag, ja, hier, meine Freundin, hier. Säuft. Also. Und du denkst, du hast gerade die Situation gerettet, weißt du? Du denkst, alles ist wieder gut. Er hat sich wieder beruhigt. Ja. Ich sag, ja, hier, ganz schlimm. Ja, lange Problem. Boxen. Ich geh mal wieder abgelenkt. Boxen. Pass auf. Boxkampf fängt an. Ich sitze da, meine Freundin sitzt da. Aus dem Nichts. Es ist kein Witz, was ich erzähle. Es ist wahr. Sie sitzt, guckt zu ihm rüber. Ich dachte schon, oh nein. Lieber Gott, mach es nicht. Und ich hab das Schlimmste vermutet, aber das war eine Lachnummer dagegen, was sie jetzt gemacht hat. Pass auf, hier sitzt Bruce Willis. Er war gerade wieder entspannt, kickt einen Boxkampf. Sie guckt um mich rum zu ihm, weil sie ihn dann erkannt hat und sagt, guckt rüber. Yippie-yay, Schweinebacke! Und ich saß, ich dachte, ach du Scheiße. Und er guckt mich voll angepisst an. Und ich wieder, ja. Ich guck sie an, ich sag, yippie, Schweinebacke, bist du bekloppt? Das ist die deutsche Synchrone. Der wisst doch nicht, wie der deutsche Film. Ja, yippie, Schweinebacke. Ich sag, was war das für ein bescheuerter Satz? Du bist voll peinlich, ähnlich wie, oh, ich hab eine Melone getragen. Hat ein Schwachsinn. Pass auf. Pass auf! Der Knaller kommt noch. Ich guck ihn an, er guckt mich an. Und ich dachte erst, jetzt steht er auf. Er wird mich töten.
okay? Aber, und jetzt hat sich das bewiesen, dass der Typ wirklich cool drauf ist. Er guckt mich an und sagt, während sie noch immer so macht, sie ist ein liebes Mädchen. Aber das habe ich auch nicht verstanden. Also, er guckt mich an und sagt, sie säuft? Und ich sage, ja. Und jetzt kam der geilste Satz von ihm. Er guckt mich an und sagt, Alter, es wird höchste Zeit, dass du säufst. Meine. Meine Damen und Herren, das war's von meiner Seite heute Abend am 12. Juli. Ihr habt wirklich viel Spaß gehabt. Ich möchte noch eins sagen, bevor wir das alles hier beenden. Es ist für mich natürlich nicht nur der schönste Abend, sondern das war so großartig, als ich vor 18 Monaten, und das ist vielleicht eine Story, die viele nicht wissen, vor 18 Monaten in Köln saß in einem Hotel und da ging es darum, dass die Engländer und Amerikaner bessere Comedians sind und ein besseres Fanverhalten haben. Und da habe ich gesagt, nein, wir in Deutschland. Und pass auf. Jawohl. Und ich habe vor 18 Monaten habe ich diesen BBC-Mann gesagt, ich sage, weißt du was, wir machen sogar das Stadion voll. Und dann haben sie mir das nicht geglaubt und ich bin so froh und so glücklich und so stolz auf euch alle, jeder Einzelne, der hier ist, dass wir das geschafft haben, hier im Berliner Olympiastadion. Ich möchte mich vielmals bedanken bei jedem Einzelnen. Ich möchte mich auch bedanken bei den Leuten, die ganz hinten sitzen. Ich hoffe, ihr habt alle gesehen, ihr habt alle gehört. Wir hatten die beste Crew aus der ganzen Welt. Und ich möchte euch bitten, einen Applaus für meine super Crew. Vielen, vielen Dank, ihr seid die Besten. Was ein Bühnenbild. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Und am Ende einer Show, für die Leute, die schon mal live, ich kann ja mal fragen, wer hat mich schon mal live gesehen? Okay. Wer hat das Programm schon mal im Fernsehen gesehen? Okay. Und wer hat die DVD zu Hause? Das heißt, die Leute, die mich kennen, wissen, dass am Ende einer Show immer was ganz Großartiges passiert. Und wir haben eine extrem tolle Firma bekommen, die jetzt etwas ganz Spezielles machen. Und wir haben lange überlegt, was machen wir zum Finale? Was für ein Lied wird es geben? Und der ein oder andere wird es mitbekommen haben. Es gibt einen großartigen Song, damals gesungen von Harald Junke. Das war ein Junge dieser Stadt. Ich hoffe, ihr kennt ihn noch. Unser Harald, großartiger Mann. Und er hat ein Lied gesungen. Und dieses Lied wurde umkomponiert und umrangiert von Paul Kuhn. Und dieses Lied ist für euch, für jeden Einzelnen hier im Stadion, für die Stadt Berlin, für Paul Kuhn, für Harald Junke, für meine Freundin und für meine Mama. Genießt das alles, was hier passiert. Ich setze mich jetzt auf die Bühne. Ich wünsche viel Spaß, schönen Dank. Kommt gut nach Hause nachher. Es war ein großes Fest für mich, heute Abend hier zu spielen. Danke, Berlin! Mensch, Berlin, was ist denn groß geworden? Aus der Insel wurde wieder festes Land. Plötzlich gibt's die Ostsee da im Norden und der Wannsee hat von beiden Seiten Strand. Irgendwie glaub ich ja manchmal, dass ich träume, schlender ich durchs Brandenburger Tor. Und der Tolle ist, der geht nach beiden Seiten. Stell dir das mal vor ein paar Jahren vor. We'll be right back.
Berlin, was bist du groß geworden? Aus der Insel wurde wieder festes Land. Plötzlich gibt's die Ostsee da im Norden. Und der Wannsee hat von beiden Seiten Strand. Jetzt darf ich sogar in deinem Stadion spielen. Nach allem, was du mir gegeben hast. Berlin, ich sag Danke. Mensch, Berlin, was bist du groß geworden? Die hübschen Frauen, die schöne Spree und vieles mehr. Mensch, Berlin, du hast zwar manchmal Sorgen, doch du bist sexy und hast jede Menge Flair. Doch du bist sexy und hast jede Menge Flair. Festes Land. Plötzlich gibt's die Ostsee da im Norden. Und der Wannsee hat von beiden Seiten Strand. Irgendwie glaub ich ja manchmal, dass ich träume. Schlender ich durchs Brandenburger Tor. Und der Tolle ist, der geht nach beiden Seiten. Stell dir das mal vor ein paar Jahren vor. Mensch, Berlin, was bist du groß geworden? Die hübschen Frauen, die schöne Spree und vieles mehr. Mensch, Berlin, du hast zwar auch mal Sorgen, doch du bist sexy und hast jede Menge Flair. Klar, die Mauer ist nur noch Geschichte. Checkpoint Charlie, nur noch Postkartenmotiv. Und der Osten wird zur blühenden Metropole. Und wir Berliner bleiben weiterhin aktiv. Was bist du groß geworden? Aus der Insel wurde wieder festes Land. Plötzlich gibt's die Ostsee da im Norden. Und der Wannsee hat von beiden Seiten Strand. Jetzt darf ich sogar in deinem Stadion spielen. Nach allem, was du mir gegeben hast. Berlin, ich sag Danke. Mensch, Berlin, was bist du groß geworden? Die hübschen Frauen, die schöne Spree und vieles mehr. Mensch, Berlin, du hast zwar manchmal Sorgen, doch
du bist sexy und hast jede Menge Flair. Doch du bist sexy und hast jede Menge.